Will noch jemand mitgehen? Jetzt wäre noch die Chance. Sonst müsst ihr jetzt echt hier bleiben, ja? Okay, gut. Wir haben jetzt einen zweiten Gottesdienst hinter uns. Und wenn ich euch mal frage... Ich bin schon bei der Zeitumstellung. Genau. Aber ich staune, wie gut ihr da seid. Hammer, ja. Wir haben einen zweiten Gottesdienst vor uns. Und um wen geht's hier? Was habt ihr gehört? Welchen Namen habt ihr gehört? Um wen geht's hier? Es geht um Jesus. Und ich weiß nicht, das ist ein Name. Dieser Name Jesus ist ein Name, der so oft Menschen konfrontiert. Du kannst mit Menschen über Gott reden. Das ist alles cool, mit Menschen über Gott zu reden. Aber du kommst gleich in so ein Ding hinein, wenn du sagst Jesus. Jesus will man so oft nicht hören. Wie viele Menschen sagen mir, ja, ich habe eine Beziehung zu Gott und irgendwie. Aber wenn du das konkreter machst und wenn wir Gott konkreter nennen, kommen wir nie an Jesus vorbei. Weil Jesus ist für uns die Achse. Jesus ist für uns die Achse in allem. Es geht immer um Jesus. Und unser Thema heute in unserer Predigtreihe heißt ja Fragen an Gott. Und ich möchte heute uns fragen, ja, warum gerade Jesus? Warum gerade Jesus? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie Menschen denken und sich überlegen, wie sie sich einen Weg zu Gott vorstellen. Das ist so unterschiedlich. Und wie oft komme ich in Gesprächen mit Menschen, ihr vielleicht auch, dass man sagt, ja, aber cool, du hier mit deinem Jesus. Aber was ist denn mit den anderen Religionen? Was mache ich denn damit? Ja, was mache ich denn da? Muss ich da Buddha bei die Fische tun oder was mache ich da? Nur als Beispiel. Und so oft höre ich, dass Menschen sagen, vielleicht auch aus einer Verwirrung heraus, sind nicht alle Religionen gleich? Ja, die Moslems sagen, Gott hatte keinen Sohn. Und wie oft sagen Moslems, meistens wenn sie unkenntlich sind von ihrem eigenen Glauben, sagen sie mir, das ist doch alles das Gleiche. Ist egal, wie du das nennst. Ob du das Allah, Buddha, die 35.000 Götter im Hinduismus, kannst du einen aussuchen, oder was auch immer. Völlig egal. Und wir kommen mit Jesus. Und wir sagen, nein, irgendwie, ich muss ja einfach sagen, das ist schön, wir freuen uns darüber, aber an Jesus gibt es keinen Weg vorbei. Und manche sagen, das ist auch ein bisschen nervig, wenn du immer nur die ganze Zeit von Jesus redest. Oder vielleicht fängt ja auch schon so an, keine Ahnung, dass du die ganze Zeit von Jesus redest. Aber es gibt nur einen Weg. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Und er ist ja nicht nur so ein Weg, er ist ja Ziel, er ist Lebenssinn, er ist Kraft, er ist das Beste, was uns passieren kann. Er ist das, wo Gott echt alles ausschüttet, was er hat, seinen Ausschüttungsraum auskratzt bis zum Allen und gibt ihm einen Namen und das ist Jesus. Und darum ist Jesus so wichtig und darum fragen wir immer, warum gerade Jesus? Die Predigt heute geht um eine ganz zentrale Bibelstelle. Und da geht es auch darum, warum gerade Jesus? Und warum gerade Jesus ist eigentlich die wichtigste Frage der Welt. Ja, wir können über Zeitumstellung sprechen, wir können über Autos reden. Ich liebe es auch, über Motorräder zu reden, sehr gerne. Aber das ist alles nichts. Das ist alles, kannst du vergessen, wenn du weißt, du kannst über Jesus reden. Und wie schön ist das, wenn du Menschen hast, mit denen du über Jesus reden kannst. Wie schön ist das, wenn du mit Jesus, wenn du mit ihnen über Jesus reden kannst. Wie toll ist das, wenn du einen Ehepartner hast, wenn du einen Freund hast und du kannst mit dem über Jesus reden. Ja, also auch die Sportnachrichten sind für manche super interessant, habe ich gehört. Aber das ist der Dreh- und Angelpunkt. Alles andere ist, weiß nicht, niemals der erste Platz. Damals die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs gewesen, eine ganze Strecke schon mit ihm gegangen und dann sagt Jesus, hey Leute, pass auf, da gibt es einen Punkt in meinem Leben, ich werde nicht bei euch bleiben. Ja, ihr habt mitgekriegt, was die letzten 3 Jahre hier gelaufen ist, ihr seid mit mir zusammen gegangen und das läuft alles auf ein Endziel zu und die werden mich killen. Ja. Und die sagen, nein, was wird denn aus uns, wie soll es weitergehen? Und in so einer Situation, wo
Unsicherheit da ist, wo man nicht mehr weiter weiß, Orientierungslosigkeit, im Grunde genommen wie heute, spricht Jesus für seine Jünger so ein starkes Machtwort hinein, was sie wieder total gerade rückt. Wenn ihr mitlesen möchtet, das steht im Johannesevangelium, in Johannes 14, die ersten Verse, da heißt es: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagt zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir denn den Weg erkennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagt: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Die Sache mit Gott, die Sache mit Gott in deinem Leben, die Sache mit Gott in deinem Leben lässt dich schon so lange nicht los. Du hast vielleicht keinen Namen dafür gehabt, aber du hast in deinem Herzen gespürt, schon lange. Da ist etwas. Da ist etwas in deinem Leben, das hat mit Gott zu tun. Du kannst es nicht anders definieren. Und hier wird das ganze Leben mit Gott konkret. Es wird definiert. Es kriegt einen Namen. Und das ist der Name Jesus. Jesus hatte eine Diskussion mit seinen Jüngern und antwortet ihnen mit diesen Worten: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen ohne mich. Kennt ihr mich? Sagt er auch: Kennt ihr mich? Dann kennt ihr auch meinen Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott wirklich ist, brauchst du Jesus und anders geht es nicht. Und an Jesus gibt es keinen Weg vorbei. Und im Grunde genommen kann man sagen, bäm, das hat gesessen. Das hat gesessen. An Jesus gibt es keinen Weg vorbei, wenn du zu Gott, dem Vater, kommen willst. Jetzt die Frage aller Fragen heute in unserer Gesellschaft. Ist das nicht intolerant? Ist das nicht intolerant? Darf man heute so denken? Ist das intolerant? Aber sowas von. Es ist absolut intolerant. Warum? Für Gott geht es um alles. Gott will, dass diese Welt nicht zum Teufel geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum hat er Jesus gesetzt, ein für alle Mal, für dich und für mich, als Rettung, als Sinn und als Ziel für dein komplettes Leben. Alles andere ist B, aber das ist A. Ihr müsst euch mal fragen, hat Gott einen Plan B? Gott hat keinen Plan B. Sein Plan A für dich ist allein Jesus. Anders geht es nicht. Und so, übrigens, so hat er sich das gedacht und er ist Gott. Du hast die Möglichkeit, mit deinem freien Willen das anders zu denken, aber das ist nicht der Weg, nicht die Wahrheit, nicht das Leben. Danke, dass ihr sitzen bleibt. Danke, dass ihr nicht alle rausgeht. Ja, aber das ist es. Und wir werden nicht müde. Wollen wir müde werden, von Jesus zu erzählen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das können wir uns gar nicht leisten. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, womit die Bibel eigentlich anfängt. Was erzählt wird am Anfang in der Bibel? Ganz am Anfang ist, dass Gott die Welt erschaffen hat und im gleichen Atemzug, wie er die Welt geschaffen hat, wird berichtet, wie er den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Er hat den Menschen immer schon im Blick gehabt. Gott hat uns Menschen erschaffen. Warum? Um mit ihm zusammen zu sein, um mit ihm in Beziehung zu kommen, um mit ihm Nähe zu erleben, Intimität, Leidenschaft, Freude austauschen zu können, eben Beziehung zu leben. Und ich weiß nicht, ob das die meisten wissen,
Aber das ist das, was Gott in erster Linie möchte. Gott ist nicht derjenige, der mit dir in erster Linie einen Schlagabtausch gehen will. Und wie oft erlebst du das mit Menschen, die sagen, ja, der Weg ist richtig, der Weg ist richtig. Und dann sagt Jesus, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und damit ist das nicht zu Ende. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt, ich komme in eine WG mit Jesus. Ja, das ist irgendwie richtig gut, ja. Ich bin mit ihm in der WG. Das heißt, ich bin mit ihm in einer Gemeinschaft. Ich bin mit ihm in einer Wohngemeinschaft. Und du kannst mit Menschen in einem Schlagabtausch gehen, dass man sagt, welche Religion ist richtig. Ihr könnt Fakten austauschen, aber das ist so ein Ping-Pong-Spielen, ja. Freitag, ich liebe es Freitag in der Jugend, wenn wir immer Rundlauf machen um die Tischtennisplatte. Ja, zweite Runde bin ich raus, ich spiele wieder mit, macht Spaß, ja. Und oft haben wir auch solche diskutiven Ping-Pong-Spiele, dass man sagt, wir schmeißen uns gegenseitig die Fakten zu. Das war nie die Idee von Jesus, nie. Das war nie Idee von Gott, sondern immer, dass er mit dir in Beziehung kommen will. Darum geht es ihm. Und bei der Frage, warum gerade Jesus als einzigen Weg zum Vater, ist das immer eine Beziehungsfrage. Und das ist super wichtig. Beziehung leben, Vertrauen, Austausch mit ihm haben, alles, was dazugehört, das hat Gott sich gedacht, als er uns geschaffen hat. Und ganz ehrlich, manche Menschen leben mit Gott, manche leben nicht mit ihm. Aber was in dir geblieben ist, was durch den Sündenfall nicht weggegangen ist, ist deine tiefe Sehnsucht nach Gott. Und so oft hast du überlegt, was mache ich mit diesem Loch im Bauch? Was mache ich mit diesem Loch im Bauch in meinem Leben? Und ich weiß nicht, wie ich es füllen kann. Dass du dieses Loch im Bauch hast, das ist ganz normal, weil Gott das gemacht hat. Aber er hat gleichzeitig gewusst, dass nur Jesus das füllen kann und keine andere Religion. Dass du als Mensch nach Religion suchst, ist von Gott gegeben, weil er dich als religiöses Wesen gemacht hat. Weil er dich als Wesen gemacht hat, das antworten kann mit Gott. Das ist das, was uns komplett unterscheidet von allen anderen Wesen, die Gott geschaffen hat. Das ist das, was uns als Krönung der Schöpfung macht. Wo Gott gesagt hat, ich brauche jemand mir gleich, mir als Ebenbild. Was machen wir? Wir laufen wieder weg. So schnell geht das. Wir laufen Gott wieder aus der Schule. Wir können das sehen in der ganzen Weltgeschichte, dass Menschen Gott aus der Schule gelaufen sind. Seit Jahrtausenden in jedem Volk, in jedem Land, in jeder Familie. Menschen laufen weg. Gott streckt sich aus, um sie wieder zu sich zu ziehen. Und dann geht das wieder los. Wir laufen wieder weg. Und das zieht sich durch die komplette Menschheit. Und dann hat Gott etwas gemacht. Das ist für mich unglaublich und geht eigentlich gar nicht in unsere Köpfe hinein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich das, ich habe Theologie studiert und so, ne? Aber ich habe es immer noch nicht richtig kapiert, dass Gott mich sieht, dass Gott mit mir eine Beziehung haben will, dass Gott mich erwählt hat. Wie viele Milliarden Menschen? 7? Keine Ahnung. 7 plus, minus, streiten wir uns nicht drum. Ja. Und Gott hat mich gesehen. Gott hat dich gesehen. Er hat mich erwählt. Diese Erwählung besteht darin, dass ich erkennen konnte bei der ganzen Verwirrung, dass ich Gott glauben darf und dass ich Jesus glauben darf und dass Jesus der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Das habe ich erkannt. Hast du das auch erkannt? Oder bist du da noch irgendwo im Zweifel? Das ist Gnade. Das ist Gnade, das hast du nicht geschenkt bekommen, das ist dir gegeben worden von diesem himmlischen Vater. Gott macht noch etwas. Gott wird Mensch und lebt ein Leben, wie das eigentlich keiner von uns mit Größe definieren könnte. Wenn Gott der Gott aller Götter ist, wenn er der Schöpfer ist, der alles gemacht hat. Gott hat die Welt erschaffen durch sein Wort. Durch sein Wort hat er die Welt erschaffen. Was hat Gott gemacht, bevor er das Universum geschaffen hat? Wäre mal interessant, in einer Talkshow darüber was zu hören. Was hat Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Bevor er das All geschaffen hat? Puh, gute Frage, oder? Brauchen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Wir kommen zu keiner Antwort. Aber dieser Gott, der so großartig ist, so wunderbar, der lässt seinen Sohn auf diese Erde kommen und nicht so prunkvoll, wie wir uns das vorstellen, ganz anders.
Wir würden an ein großes, tolles Leben denken. Und er, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Der ist in einem kleinen Dorf geboren und wurde in einem anderen kleinen Dorf, ist er aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, das hieß Haus des Brotes. Schon mal gehört? Hebräisch heißt das Beit Lechem. Bethlehem. Ja. Nichts Besonderes. Kleines Ding, ja. Schlachtenbrezing, würden wir sagen, ja. Das kennt man. Er ging niemals zur Uni, dieser König aller Könige. Er hatte keinen Abschluss. Noch jemand? Frag nicht. Geschweige irgendeinen Titel. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat keine Partei gegründet, kein Haus gebaut, keine Familie gegründet. Er hat kein Kind gezeugt. Er hat keinen Baum gepflanzt. Er hat höchstwahrscheinlich nie Bier getrunken. Wir wissen es nicht, sagt die Bibel nichts drüber. Kaum war er geboren, dieser König aller Könige, musste er fliehen nach Ägypten, lebte dort als Asylant und nach einigen Jahren kam er in sein Heimatdorf zurück, lebte unter der Militärherrschaft der Römer, die regelmäßig irgendwelche Leute hingerichtet haben, damit sie die Bevölkerung ruhig halten konnten. Jesus hat das Leben, dieser König der Könige, hat das Leben in voller Härte mitgemacht und dieser Jesus ist das Abbild Gottes. Das Abbild Gottes. Auf Griechisch heißt das Eikon. Die orthodoxe Kirche nennt ihre Jesusbilder Ikonen. Daher kommt das Wort. Er ist das Abbild Gottes. Und wie schön, wenn man diese Ikonen sieht. Ich habe da nicht so einen Draht zu. Aber wenn man sieht, wie Jesus von hinten mit Gold, so wo man sagt, das ist das Abbild Gottes. Dieses Abbild Gottes, ganz anders als du denkst, ist für dich gekommen, ist in dein Leben hineingetreten und manchmal auch so hineingegrätscht. Bums, war er da. Wie gut. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht Gott. So wie ich bin, ist der Vater. Und das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Lass uns nochmal das Ganze in der Folie mit vertiefen. Dieser ganz tiefe Friede, den er in sich trägt, wo wir vorhin so inbrünstig gesungen haben, mit dieser Freude, die aus ihm rauskommt, mit dieser Gnade zum Menschen, mit dieser Liebe zum Leben, so ist Gott. Das ist Gottes Charakter. Und wie Gottes Charakter ist, wie er wirklich ist. Und wenn du im Schlagabtausch mit Menschen über alle andere Religionen sprichst, dann sagst du, Gott ist nicht nur der Schöpfer, Gott ist der Vater. Das ist so völlig neu. Gott ist der Vater. Gott ist der Vater. Das war im Judentum ganz klein, nur ein ganz wenig verbreitet. Und dass Gott der Vater ist, hat uns Jesus erst gezeigt. Und dann fragen seine Jünger, die sind wissbegierig, die wollen weiterkommen. Und die fragen, wie sollen wir denn beten? Wie sollen wir beten? Und Jesus gibt ihnen ein Modell, wie man beten kann. Und wie fängt das an, dieses Modell? Erster Satz. Unser Vater, da steht nicht unser Gott, unser Vater. Also wenn das nicht Beziehung ist, hast du einen Vater? Hast du einen guten Vater? Mein Vater hat es vorgezogen, nach 3 Monaten, nachdem ich geboren bin, wegzugehen. Egal. Warum egal? Gott hat mich wieder auf Null gesetzt. Alles, was Minus war, hat er wieder auf Null gemacht. Er ist mein himmlischer Vater. Egal welchen Prototyp hast als Vater, vergiss es. Gott holt dich wieder auf Null. Er ist dein Vater. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das ist dein Vater geworden. Hey, damit hast du die besten Voraussetzungen. Damit holt er dich wieder raus aus jedem Loch. Wenn du weißt, ich bete nicht zu irgendeiner Gottheit, gibt zig verschiedene Namen. Es ist der Vater. Und den hat Jesus uns gezeigt. Wunderbar, das ist sein Charakter. Doch Jesus tat noch mehr als das, um uns zu zeigen, was Gott für einen Charakter hat. Jesus ist derjenige, der zu den Kranken gegangen ist und sie gesund gemacht hat. Finde das in irgendeiner Religion. Er ist zu den Kaputten gegangen und hat sie heil gemacht. Er ist zu denen, die wegen des letzten Horrorfilms nachts nicht schlafen konnten. Er ist hingegangen und hat die Dunkelheit, er hat die Angst aus deinem Leben rausgetrieben, vertrieben, vernichtet an sein Kreuz. Alles, was dich kaputt macht, hat er in deinem Leben überwunden. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und mit diesem Gott
wie soll ich da faktisch, wissenschaftlich in einen Schlagabtausch kommen mit Leuten, die sagen, die Erde ist in 80 Milliarden Jahren. Wollen wir uns streiten, ob ich 80 oder 60 oder 5 Milliarden Jahre sage? Ist doch völlig egal, oder? Die Erde ist entstanden. Okay, die Erde ist entstanden. Aber was mache ich mit dem Loch in meinem Bauch? Was mache ich mit dieser Sehnsucht, die ich immer noch habe, nach Transzendenz? Wir haben hier in dieser Gemeinde so viele Leute, die haben sich einen Weg gesucht, bevor sie Jesus kennengelernt haben, mit der Esoterik. Die Esoterik ist ein Weg, wo du innerlich merkst, da ist ein Schmerz in dir, den wirst du nicht los. Und dann bist du auf der Suche, es lässt dich nicht los. Ja, in der Schweiz gibt es mehr Wahrsager, die ihre Steuererklärungen machen, als Pastoren. Puh. Verrückt, oder? Das ist im Menschen drin. Und das macht keine Evolutionstheorie, erklärt dir das. Überhaupt nicht. Keine Evolutionstheorie erklärt dir auch nicht, dass du mehr bist als alles in dieser Schöpfung. Weil du bist derjenige, der antworten kann mit Gott. Du bist derjenige, der mit Gott in Verbindung treten kann. Und selbst wenn du kein Christ bist, tief in dir spürst du das oder hast das schon so lange gespürt. Da ist mehr, als dass du nur ein Produkt bist von so ein paar Zellen, die zusammengefunden haben in ein paar hundert Jahren oder noch mehr. Jesus hat dich und mich gesehen. Er hat uns erwählt und er hat uns eine neue Perspektive gegeben und noch etwas durch seine Person. Das ist nicht durch seine Philosophie entstanden. Das ist nicht durch seine Lehre entstanden, sondern durch seine Person. Aber Jesus tat noch mehr als das. Etwas noch viel Wichtigeres, was viel Entscheidenderes. Ich weiß, dass ich mit den Leichen in meinem Keller, die in meinem Keller sind, dass ich mit der Dunkelheit, die in meinem Leben ist, vor Gott überhaupt nicht bestehen könnte. Ich habe keine Chance. Jetzt habe ich diesen Hunger nach Gott und ich kann vor ihm überhaupt nicht bestehen. Dieser Gott, der mein Vater geworden ist, ist auch ein Gott, der ultra heilig ist und dem ich nie begegnen kann, niemals. Und trotzdem hat Gott für uns einen Weg gesucht, einen wunderbaren, einen kraftvollen Weg. Ich komme alleine aus meiner Dunkelheit nicht raus, das funktioniert nicht, weil Gott eben heilig ist. Und das ist die tiefste Offenbarung, die es gibt von diesem himmlischen Vater, dass er heilig ist, der Allerheiligste. Das wird immer und immer wieder in der Bibel wiederholt. Im Alten Testament, der große Prophet Jesaja hat eine Vision von Gott und er sieht Gott in einer Form von verschiedenen Engelswesen, Cherubim und Seraphim. Und die halten ihre Flügel und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Gott, ist Jahwe, Zevaot. Alle Lande sind voll von seiner Ehre, von seiner Ehre. Im Hebräischen ist die Wortwurzel von heilig und Ehre das gleiche. Kabot. Wie wunderbar, wo ich merke, diese starke Verbindung, dass Gott heilig ist und dass ihm alle Ehre gebührt. Und jetzt frage ich dich, wer bist du? Wer bist du? So ein 7-Milliarden-Produkt. Von ihm gewollt, zutiefst gesehen und von ihm erwünscht. Du bist von ihm erwünscht, von ihm gedacht. Das bist du. Das ist der Mensch. Im finalen Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird beschrieben in Kapitel 4, wie 24 Älteste zusammenkommen und ihre Knie beugen und sagen, heilig, heilig, heilig. Und sie fragen die Fragen aller Fragen, wer ist würdig, das Siegel zu nehmen von dem Buch des Lebens. Und sie kommen auf Jesus, dem Lamm Gottes. Er ist allein würdig. Und wieder beugen sie ihre Knie und sagen, heilig. Könnt ihr euch vorstellen, es wird Zeiten in deinem Leben und in meinem Leben geben, wenn wir vollendet sind bei ihm, dann werden wir den ganzen Tag rufen, guten Tag, nein,
Wir werden den ganzen Tag rufen, heilig, heilig, heilig. Und es wird nicht eine Millisekunde langweilig. Es wird null langweilig, weil du endlich in der Vollendung deiner Bestimmung bist. Das alles hat er gemacht. Du bist ein transzendentes Wesen, aber noch mehr. Du bist ein Wesen, das komplett geeicht ist auf die Ewigkeit. Das kann dir keiner nehmen. Das ist drin. Und das alles gibt's bei Jesus. Und das alles gibt's nur bei Jesus. Und das passt nicht zusammen, dein Leben und dieser heilige Gott. Wir haben deshalb den Tod verdient. Wir haben eigentlich die ewige Trennung von Jesus, von Gott verdient. Und diese ewige Trennung gibt es wirklich. Aber diesen Tod, den du verdienst hast, den stirbt Jesus. Er stirbt es am Kreuz. Und nicht, damit wir danach noch so richtig sagen, cool, ich hab's geblickt, ich hab's geschafft. Und du kannst jetzt mit so einem Kampfesgrinsen durch die Gegend laufen, kannst eine fromme Zwangsharmonie versprühen, sondern das alles ist gemacht, dass du wieder in Beziehung trittst mit deinem Gott. Das ist das. Warum gerade Jesus? Darum sage ich, er ist die Achse. Es geht immer um ihn. Jesus hat alles getan. Wir müssen nichts mehr tun. Jetzt können wir zu Gott kommen ohne Vorleistung. Und mal ehrlich, welche Religion kann das bieten? Ganz ehrlich, keine, auch nicht die christliche Religion, weil Christentum ist keine Religion, es ist Beziehung. Jesus ist für dich wirklich gestorben. Am Kreuz, als er gestorben ist, hat man eine Speerspitze in ihn hineingerammt und hat gesehen, was da rauskam, war Wasser. Das liegt daran, dass nach mehreren Stunden Tod gehen die dunklen Bestandteile des Blutes nach unten und die hellen gehen nach oben. Er ist wahrhaftig gestorben, darum kam nur noch Wasser raus. Er wurde in eine Gruft gelegt, fing langsam an zu verwesen. Und dann passierte das, was unglaublich ist, warum wir Ostern feiern. Das ist das eigentlich, dass Gott bestätigt, dass das sein Sohn ist. Dass Gott bestätigt, dass das dieser Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und er allein. Gott kam in seine Kraft, in Jesus hinein und hat Jesus von den Toten auferweckt. Und mit dieser Kraft, mit dieser Power, wir nennen es die Kraft des Heiligen Geistes, möchte Jesus in unser Leben hineinkommen und es komplett neu machen. Und zwar ganz neu machen. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass wenn du die Treppe wieder rausgehst, unten am Eingang, so wie du reingekommen bist, rechts diesen Spruch nochmal liest, wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Das ist das, wir glauben das. Und ich bitte dich, hör heute auf. Hör auf, es irgendeinem zu sagen, wenn du es selber nicht glaubst. Und komm da wieder hin, dass du anfängst, ihm das wieder zu glauben. Dass er das für dich getan hat. Für dich ganz persönlich. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du dich fragst in deinem Leben, wo geht mein Leben hin? Welchen Weg soll ich gehen? Schon mal gefragt in deinem Leben? Dann frag doch mal Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Es ist schwer zu verstehen, aber wirklich so gemeint. Er sagt, ich bin der Weg. Wenn du nicht weißt, wie es in deinem Leben geht, weitergeht, fang an, frag ihn, such seine Nähe, nerv ihn, plär ihm die Ohren voll und bis er dir zeigt, was er von dir will, bis er dir zeigt, was der Weg ist. Und wenn du diesen Weg nicht kennst, dann geh einfach deinen Weg und verlass dich drauf, dass er dich leitet. Hast du manchmal auch so genug, selber zu leiten, selber zu führen, selber in die Irre zu gehen und nicht wissen, wohin? Hier ist ein Weg für dich. Hier ist endlich ein Weg für dich. Und noch was, er sagt, ich bin die Wahrheit. Wisst ihr, wie wichtig dieses Thema ist? Wo finde ich Wahrheit? Irgendwann hast du als Mensch ein Alter, wo du nach Wahrheit fragst. Wisst ihr, wie wichtig dieses Thema ist? Bei den ganzen Fake News, ich habe eine Menge Wahres kennengelernt. Und man lernt im Leben, in der Zeit seines Lebens, manches Wahres kennen. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich bin Wahres oder Bares für Rares oder wie das heißt, da diese Show. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Person. Und wenn du Wahrheit haben willst, die sich auf dein Leben überträgt, dann brauchst du ihn als Person. Anders geht es nicht.
Bei Jesus ist das so. Es gibt nie etwas, was absolut ist, nie etwas, was trägt im Leben. Vielleicht die nächste Folie. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, seine Person, er selber. Und das ist unglaublich. Wenn man nur meint, dass Wahrheit irgendein Glaubenskonstrukt ist, dann bist du daneben. Das ist völlig falsch. Jesus ist die Wahrheit. Und dann kommt Jesus und sagt, ich mache das ganz anders. Ich gebe dir einen ganz anderen Standpunkt. Ich bin die Wahrheit. Du musst nicht irgendeiner Philosophie hinterhergehen. Und jetzt ist das Entscheidendste dabei von den drei Bereichen, dass Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Im Griechischen steht Zoe. Zoe. Das heißt Leben. Davon leitet sich unser deutsches Wort Zoo ab. Ich gehe in den Zoo. Ja, da ist so viel Leben. Jesus ist so brutal in seiner Aussage, dass er sagt, wenn du nicht das Leben hast, und er meint sich selber, hast du nicht das Leben, lebst du nicht, im Sinne, was Leben bedeutet. Und wenn wir uns unser Leben anschauen, mal so ganz ehrlich, unsere Beziehung, die wir haben zu Menschen, zu Freunden, zu Eltern, zu Kindern, die Schule, die Arbeit, frag mal, ist da Leben drin? Und unsere Sehnsucht nach Leben ist groß. Unsere Sehnsucht nach Leben ist sowas von groß. Und er ist das Leben. Oder schauen wir uns unsere Süchte an. Ich nenne mal ein paar, wo er denkt, oh, was erzählt er da? Kaffee. Es gibt Menschen, die sind süchtig nach Kaffee. Lea und ich, wir sind Theologen, also wir trinken Tee. Auch eine Sucht. Alkohol. Internet. Liebesromane. Koreanische Serien. Gibt es jemanden, der sowas guckt, ja, und sich sowas antut? Ja, halt den Fernseher schief und du kannst ein Glas drunter halten, kannst den ganzen Schmalz einsammeln. Ja. Unerträglich. Ich habe 4 Töchter, ich weiß das. Nikotin. Ich muss gar nichts Illegales dazu einfügen. Aber das, womit wir unser Leben immer so schön zuschmieren, damit wir uns nicht mit uns selber konfrontieren, nicht mit Gott oder mit was auch immer. Und wenn du diesen Zustand hast, du wirst ihn trotzdem nicht los, weil er dich sucht, weil du dafür geschaffen bist, zutiefst Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und du musst fragen, in dem Ganzen, was da ist, ist da Leben drin? Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Kaffee. Ich habe auch nichts gegen Alkohol. Es ist nicht die Sache, dass es schlecht ist oder so. Aber ist in dem ganzen Leben drin? Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Wenn du mir vertraust, wenn du mich als deinen Herrn in deinem Leben wirklich wirken lässt, wirst du erleben, was Leben bedeutet, was wirklich wahres, was echtes Leben ist, ganzes Leben, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er dazu, keiner kommt zum Vater, kommt in diese Beziehung außer durch mich. Ich weiß, das ist ein absoluter Anspruch, den Jesus an sich stellt und auch an uns. Wir hatten vor gut 4 Generationen, hatten wir auch jemand, der den gleichen Anspruch gestellt hat. Und den haben wir als größten Verbrecher der Zeitgeschichte gebrandmarkt. Aber ist das nicht der Hammer? Entweder Jesus war wirklich der Sohn Gottes mit diesem unendlichen Anspruch, den er an seine Person gesetzt hat, oder war es doch irgendwie ein Verrückter, Durchgeknallter oder vielleicht sogar ganz kriminell, dass er auf diese Idee kam? Ist das wirklich, gibt es wirklich eine Person, die sagen kann, ich bin das Leben, vertraut mir? Aber dazwischen hat er uns nichts übrig gelassen als diesen Punkt.
Ist er das wirklich? Und ist für mich das großartig, hier in der Gemeinde Pastor zu sein, in manche Gesichter zu sehen und zu sehen, dass Gott lebt, zu sehen, wie stark es bedeutet, mit Jesus zu leben, zu sehen, wie ihr unterwegs seid, zu sehen, welche Macht der Glaube an Jesus Christus hat, veränderte Menschen zu sehen, die wieder Halt bekommen haben, die vorher haltlos waren, die wieder ein Fundament bekommen haben, wo vorher nichts da war. Und das macht mich so freudig. Und für mein eigenes Leben kann ich das genauso in Anspruch nehmen. Und noch etwas. Es kommt nicht auf eine Lehre von Gott an. Du kannst, vielleicht kommst du am Montag ins Café, nette Leute, und ihr fangt über Gott und die Welt an zu diskutieren. Und vielleicht ist da jemand, der möchte mit dir über Gott diskutieren und hat eine völlig andere Meinung wie wir als Christen. Und ich kann dir sagen, du kannst mit dem reden, du kannst dem gut antworten, du kannst ihm alles sagen, was richtig ist, und selber fühlst du dich scheiße. Sorry. Ja, und selber glaubst du es nicht so wirklich. Du hältst es noch für wahr, aber du lebst es nicht. Darum geht es nicht um Schlagabtausch. Darum geht es nicht, dass du die besseren Argumente hast. Niemals geht es darum. Es geht darum, dass du in Beziehung trittst zu deinem Schöpfer durch Jesus. Er kommt mit seiner Person, er selber. Er kommt zu dir in dein Leben. Und er hat gesagt, ich mache alles neu. Und er kommt mit Freude, die so überdimensioniert ist. Und ich weiß noch, als ich vor 39 Jahren Ja gesagt habe zu ihm. Und ich möchte null in der Vergangenheit schwiegen, nicht hinten bleiben. Aber ich bin heute immer noch erstaunt, dass er mich gesehen hat, dass ich das immer wieder erleben darf. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gewollt. Und ich bin sein Kind und das kann keiner verhindern. Es ist so schön, mit Jesus zu leben. Geht es dir auch so? Jesus hat gesagt, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht gibt. Und liebe Leute, was Unfrieden bedeutet, das weiß jeder von uns. Wenn wir mit uns selber total entzweit sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir diese eigenen Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Jesus hat gesagt, ich komme mit meinem Frieden, ich komme mit meiner Gnade und ich komme mit meinem Leben. Er ist ein Lebensspender. Wenn du mich hast, hast du das Leben. Ich bin das Leben. So ist es. Vor vielen Jahren ist in Kolumbien eine Erweckung passiert in den Gefängnissen. Ganze Gefängnisse sind alle Christen geworden. Schlimmste Verbrecher haben ihr Leben verändert. Und wisst ihr, was verrückt ist? Die haben weiß nicht, wie viele Jahre lebenslänglich gekriegt. 100 Jahre und mehr. Und sie sind endlich in Freiheit gekommen. Können wir uns das vorstellen? Du kannst frei sein und kommst aus deinem inneren Gefängnis nicht raus. Und er hat es gemacht. Er holt dich raus aus deinem inneren Gefängnis. Vielleicht kommt die Band schon nach vorne. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder noch nicht so intensiv mit ihm unterwegs bist, dass du sagst, ich will mit ihm wirklich wieder in Beziehung treten. Ich will jetzt mit ihm leben. Ich möchte diesen Schritt auf ihn zugehen und ich will diesen Jesus vertrauen. Ich will das machen. Und wenn das so ist, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Mein zweiter Beruf ist Entwicklungshelfer. Ich zeig dir diesen Weg, wie mein Pastor mir damals diesen Weg gezeigt hat. Diesen ersten Step, dass du Jesus annimmst. Dass du sagst, ich will das endlich erleben. Ich will endlich in meinen Heimathafen reinkommen. Ich werde mit dir beten. Du wirst erleben, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Aber meine Predigt heute geht eigentlich im Kern an die, die diesen Jesus schon lange kennengelernt haben und sagen, ich sehe das nicht mehr. Ich bin nicht mehr so tief dran. Ich will es wieder genau erleben. Doch wo ist das jetzt? Eigentlich ist der größte Knackpunkt unser Stolz, unser Ego, dass wir nicht wieder zu ihm gehen, dass wir unser Leben zugeschüttet lassen mit den Sachen, von denen wir denken,
dass sie uns von Gott trennen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, räum den Mist weg. Räum den Mist weg in deinem Leben. Wisst ihr was? Jeder von uns spürt das. Gott wartet auf dich und Gott hat für dich die Unendlichkeit bereit. Der Mann, der mit Jesus mitgekreuzigt wurde, zwei waren es. Einer hat gesagt, Jesus, ich will heute, wir beiden hängen hier eigentlich, weil wir es verdient haben, du nicht. Aber du bist ganz Gott, der hat was erkannt. Und der hat gesagt, Jesus, nimm mich auf in dein Reich. Und Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir ins Paradies kommen. Wisst ihr was, das ist in uns drin, dass wir paradiesisch leben wollen. Du machst deinen Garten schön. Im ersten Gottesdienst habe ich Beispiele gebracht, die erzähle ich jetzt nicht mehr. Du hast einen Wunsch nach Schönheit, nach Ordnung, Dinge wunderbar zu machen, wie im Paradies. Und ich kann dir sagen, da wartet noch so viel mehr auf dich. Wenn du ihn annimmst und wenn du wieder die Dinge wegräumst, wieder, du schaffst hier sowas ähnlich wie einen paradiesischen Zustand, indem du deinen Müll wegräumst und sagst, ich will wieder dahin kommen, ich will wieder für Klarheiten sorgen, ich will wieder durchschauen mit Jesus. Wirst du merken, der Glaube ist so viel mehr als nur eine Lehre. Dann werden wir es nicht sehen, was es heißt, dass er da ist mit seiner Person. Wir werden es erleben. Das Anschauen, was wir tun, dass wenn wir im Lobpreis mit Jesus zusammen sind, das ist ein kleiner Teil davon, aber das ist nicht der Grund, weswegen wir das machen. Wir tun das eigentlich, wir singen hier, weil Jesus so großartig ist. Und wir schauen auf ihn und dann passiert etwas mit uns. Ich möchte dich einladen, heute Morgen Dinge wieder wegzuräumen, wieder ordentlich zu machen, die dich trennen zu einer tiefen Beziehung zu ihm. Und wenn du sagst, ich will das wieder erleben, ich will das wieder sehen, Jesus, ich will wieder deinen Frieden haben, ich will wieder das Leben haben, ich will, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist. Und danach sehnst du dich eigentlich, dass er wieder die Nummer eins ist, dass du wieder gleich schlägst, dass dein Herz wieder gleich schlägt mit ihm. Und ich möchte mal sagen, es gibt nichts Schöneres. Es ist wieder das, wo ich sage, du kommst in deine Bestimmung. Es gibt nichts Größeres, als mit Jesus zu leben. Es gibt nichts Tieferes im Leben, als ihn zu kennen. Heute Morgen bitte ich dich, jetzt, wenn wir diesen Song singen, dass dir nochmal klar wird, dass dieser Jesus, der so komplett anders ist, der so genauso heilig ist wie sein Vater, dass Gott die ganze Welt richtet durch ihn. Wie er auch die ganze Welt rettet durch ihn, die, die ihn sich retten lassen. Dieser heilige Jesus, dass du den wieder neu für dich empfängst. Und wir werden gleich einen Song miteinander singen, unseren Reaktionssong. Und vielleicht nimmst du das für dich ernst, dass du sagst, ich will wieder dahin kommen. Sorry. Erweckung. Danke, Jesus. Ich will noch beten. Vielleicht magst du aufstehen. Für diesen Moment laden wir dich ein, dass du kommst, Herr Jesus Christus, dass du jeden begegnest. Ja, Herr, wir wollen echt wegräumen, was hier nicht hingehört in unserem Leben. Wir wollen wieder, dass sich das durchzieht in unserem Leben, wenn du sagst, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen diese Frage mit unserem eigenen Leben beantworten, warum gerade Jesus? Weil du nur allein wunderbar bist, weil du nur allein der Herr bist. Ich rufe die Herrschaft Jesu aus über diesen Raum, über jeden Einzelnen. Und ich rufe aus, dass du heute Morgen nochmal wirksam bist. Ich bete, dass du diesen Tag noch mit uns gehst. Ich bete, dass du kommst. Ach, Herr Jesus, es ist mein Gebet, dass jeder seine Erfahrung heute macht. Ich rufe über dein Leben ganz neu aus, Heilung. Ich rufe über dein Leben aus, eine göttliche Gunst, die im Menschen gar nicht drin ist, die fern von dir ist. Ich bete, dass der Herr deine Wege ebnet. Ich bete, dass der Herr dir das gibt, was du, wonach du dich schon so lange sehnst und dass du mit seinem Willen kompatibel bist. Ich bete, dass er dir zeigt seine wunderbare Schönheit. Ich bete, dass er hineinkommt in eine ungöttliche Unzufriedenheit, dass du mit dir selber nicht zufrieden bist.
Und ich bete, dass er kommt und dir zeigt, wer er wirklich ist. Und er hat gesagt, ich habe euch den Vater gezeigt. Und Vater, danke, dass du dich